Jo Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog hier auf meinem Kanal. Geplant ist, dass das hier ein geiles Wave-Video wird. Wir fahren wieder nach Canyos, das ist der Wave-Spot, wo wir beim letzten Mal waren. Allerdings sehe ich gerade, also wir sind noch in Tarifa und ich schaue gerade aufs Meer und ich sehe gerade, dass die ganze Sache ein bisschen schwierig werden könnte. Hallo Mario! Weil Hallo. Vielleicht zu viel Wind Hallo ist. Hallo Mario! Nee, was eigentlich geplant ist, ist, dass ich heute meinen ersten Frontloop versuche. Und... Ach du Scheiße, Mann, ich zeige euch das mal kurz. Noch alles recht easy aus. Wenn man das dann so ein bisschen rumdreht, ist auf einmal allerbösester Druck. Aber wie dem auch sei, ich habe auf jeden Fall mega Bock. Ich weiß nur nicht, wie das ist, wenn dann da wieder so 3 Meter Welle oder sowas reinbrät und man dann noch komplett überpowered ist. Keine Ahnung, wir werden es auf jeden Fall ausprobieren. Und ja Mann, wir sind jetzt gerade im Hotel Hurricane und werden gleich einmal ein Käffchen trinken und dann geht's ab. Ist bei dir auch alles fit? Ja, alles fit, bis auf das hier. Eigentlich sind wir beide überhaupt nicht fit, wenn man mal ehrlich ist. Nee. Und wir befinden uns hier gerade in Canyos. Das ist der Wavespot, wo Julian und ich beim letzten Mal das Theorievideo zum Frontloop gemacht haben. Und heute sieht es fast so aus, als könnte es sein, dass wir es ausprobieren. Und da hinten ist Lars Sonski. Ach so. Wie geht's Lars? Auch angekommen. Wunderbar. Schön hier, ne? Ja. Heute du auch Frontloop? Mal gucken, ne? Und du heute auch Frontloop? Ja. Aber am mit Jago aber. Komm ja. Nein, hey, da nicht hier bin ich. Jago. Ja! Jago, nein! Was machst du denn? Durch das Loch doch nicht durch. Natürlich ist es wie immer, dass wir ein Problem haben mit dem Material. Es ist nämlich Wind für so 3,6, 3,7, 4,0 vielleicht. Nico ist draußen mit 4,0. Und ich habe ja nun 4,4er Wavesegel, das heißt wieder komplett übernagelt heute. Und ich hoffe, das wird mich nicht daran hindern, den Mut zu finden, um so einen Frontloop zu springen. Aber du glaubst an mich, oder? Ich weiß nicht, ob das der beste Tag ist heute. Ist ein bisschen doll von den Wellen und... Aber du kannst es probieren auf jeden Fall. Vielleicht übst du gleich Stalled. Das ist, denke ich, das Beste. Das ist das Segel, was aufgebaut wird. Man kennt es. Man weiß, was es ist. Was bei dir? Komm, erzähl. Lass einmal kurz raus. Die Leute lieben das, wenn man jammert. Ja. Also... Ich habe vorher meinen Mast aus dem Segel rausbekommen, weil dieses Scheißding da oben drin steckt. Und jetzt habe ich mir das auch noch aus dem Mast rausgezogen und krieg's immer noch nicht raus. Und jetzt? Geil, oder? Ja, weiß ich nicht. Was passiert? Mein Deckel ist weg. Weil ich halt schön den Sand hier raus... Ich habe es übrigens geschafft. Jetzt ist der Deckel von dieser scheiß 8 Liter Flasche weg. Tolle. We'll be right back.
Der Action-Tipp hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, um das nächste Video am Sonntag nicht zu verpassen. So, Freunde, das war's mit diesem Video. Yeah. Happy Valentine. Das ist jetzt nicht so, wie es aussieht. Nee, ich hab ganz reingezoomt, man sieht nur das Gesicht. Okay, gut. Au! Das kommt vom Board. Also... Weil du hast gerade das Board durchgehend. Nein, das und ist, dann das ist, ist es passiert. Nein. So schnell! Das Board war feucht, nicht ich. So, Leute, willkommen zum Abspannen dieses Vlogs. Ich bin vollkommen fertig und sitze gerade im Auto auf dem Weg nach Hause. Und ja, aber Abmoderation muss noch einmal kurz gehen. Und einmal kurz zum Thema Abmoderation. Mir ist aufgefallen, dass ich in letzter Zeit öfter mal mehr die negativen Punkte als die positiven Punkte im Abspann aufgebracht habe. Und daran möchte ich auf jeden Fall arbeiten. Das Ding ist halt nur, wenn man irgendwie ständig versucht, irgendwas zu lernen und irgendwas Neues macht, was man halt noch nicht kann, so dann fallen einem halt auch selber viel mehr die negativen Punkte auf. Und ja, wir machen das jetzt einfach mal so, pro-Kontralisten-mäßig, und wir fangen einfach mal mit den positiven Punkten. Ich muss einmal kurz checken, wo ich hier langfahren muss. Was war denn heute geil? Im Endeffekt, wie soll ich sagen, die ganze Surf-Session war eigentlich geil. So. Es war relativ warm, 17, 18 Grad. Wir hatten ordentlich Wind, mit leichtem Wave-Material unterwegs gewesen, Spaß gehabt, mit Kumpels am Strand. So. Das war schön. Hier eine wunderschöne Landschaft, wenn ihr wisst, wie das hier gerade aussieht. Ey, wie im Traum, Sonne geht gerade unter. Mega der Hammer. Und ja, dafür bin ich auch dankbar. Und jetzt kommen wir mal zu den Kontrapunkten. Das sind eben auch die Punkte, so, die für mich in diesem Falle jetzt halt zum Beispiel spannender sind, weil es darum geht, was zu lernen. Und Kontra war auf jeden Fall eigentlich nur eine einzige Sache. Die Session war für mich unglaublich frustrierend. So. Egal wie geil das außen herum war, ich bin halt, keine Ahnung, vielleicht habe ich mir falsche Vorstellungen gemacht oder vielleicht gehe ich in, vielleicht sind die Lernschritte, mit denen ich an die ganze Sache rangehe, zu groß. Und zwar bin ich mit der Einstellung an die Session heute rangegangen, geil, heute stehe ich meinen ersten Frontloop. Und dann bin ich eben rausgegangen und gesprungen. Ich bin bestimmt 30 Mal heute gesprungen und immer am gleichen Punkt hängen geblieben. So. Natürlich gab es einen Fortschritt so zum letzten Mal. Beim letzten Mal bin ich hochgesprungen. Ich habe mich gar nichts getraut. So. Ich bin einfach wie ein nasser Sack runtergefallen. Und diesmal war es aber schon so, dass ich richtig Bock hatte, in die Drehung reinzugehen. Und dann bin ich aber immer hochgesprungen. Und dann ist die Nose schon so runtergegangen. Arm war schon hinten. Und ich war schon... Versteht ihr, ich habe das Körpergewicht schon angefangen zu verlagern und aber immer am gleichen Punkt habe ich das Zeug dann losgelassen. Und das war immer der Punkt, wenn der Druck dann ins Segel kam und die Rotation eigentlich losgeht. Und das war eine super frustrierende Geschichte und die anderen haben mir dann erzählt, das ist halt normal, wenn man das lernt, es dauert halt ein Weilchen. Aber es war halt nervig so, weil es war immer der gleiche Punkt. Nichtsdestotrotz habe ich extrem Bock, das Ganze zu Ende zu lernen. Ich hoffe, morgen wird es ein bisschen weniger Wind geben. Weil heute war schon wieder so 4-4 absolut oberstes Limit und ich fühle mich immer nicht so wohl im überpowerten Bereich irgendwas neuen Move zu lernen oder sowas. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Manche sagen bestimmt auch, es ist einfacher, wenn man richtig Druck hat. Ich mag es lieber, wenn es leichter ist. Und ja, wie gesagt, das war so ein bisschen meine Session zusammengefasst. Also auf der einen Hand super geil und auf der anderen Seite eben eine sehr frustrierende Geschichte. Aber die Geschichte ist noch lange nicht vorbei und ich freue mich unglaublich auf den Moment, wenn ich es das erste Mal schaffe. Ich bin extrem motiviert. Ich muss mich einfach nur überwinden, über diese eine Schwelle hinauszutreten. Und ich denke, alle, die den Frontloop, das Lernen des Frontloops bereits hinter sich haben, die werden verstehen, wovon ich rede. Und alle, die das noch nie versucht haben und vielleicht von ihren Binnensee oder
Ostsee oder was auch immer das jetzt angucken und in die Kommentare schreiben, Pussy. Leute, versucht es einfach selber. Macht es einfach auch. Und ihr werdet schon sehen, es ist nicht ganz so einfach, wie ihr euch das vielleicht vorstellt. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Haut rein, euer Surfer Sus.